Das ist natürlich toll. Wie war Was die haben wir dann? Naja. DDR so? Das ist eine Frage, auf die man ganz, ganz schwer antworten kann. Aber ich weiß, dass es sehr verschiedene Antworten inzwischen gibt. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, da war alles gut. Und es gibt andere Leute, die sagen, da war alles ganz schlecht. Und ich denke, das kann man so nicht machen. Es gab in dieser Zeit Gutes und es gab in dieser Zeit Schlechtes. Und ganz offensichtlich war das Schlechte so schlimm, dass 1989 die Menschen das nicht mehr so wollten. Also ein Großteil der Menschen in der DDR gesagt haben, Schluss, das wollen wir nicht mehr. Was ganz wichtig ist, wir wussten nicht so ganz genau, was wir stattdessen wollen. War also die Mode sozusagen, also die Kleidung. Interessante Frage. Wenn ihr jetzt in Gedanken durch Straßen in der DDR, also hier in Dresden zum Beispiel, laufen würdet, wäret ihr wahrscheinlich überrascht, dass es weniger bunt ist. Es gab sehr viel mehr Kleidung in, ich sag mal, gedeckten Farben, also braun, grau, schwarz. Es gab wenig wirklich Farbtupfer. Es war sehr einheitlich. Es gab also sehr wenig Unterschiedliches zu kaufen. Aber die meisten DDR-Frauen waren da sehr erfinderisch. Fast, ich würde sagen, jede zweite hatte eine Nähmaschine und benutzte die auch, nicht nur um Hosen kürzer zu machen oder Gardinen zu nähen, sondern um Kleidung selber anzufertigen. Denn wir wollten natürlich nicht alle genau dasselbe an Kleidung haben und vieles passte dann auch nicht oder gefiel uns nicht und wir haben sehr, sehr viel genäht. Ich habe also für Mathis Mama, was ja mein ältestes Kind ist, ich würde sagen, die Hälfte der Bekleidung komplett selber genäht. Und das war dann aber auch immer ein Hingucker. Und wir haben uns ausgetauscht dazu. Nachdem ich für Juliane die Kleidung für die Schuleinführung genäht hatte, hat meine Kollegin und Freundin dann gesagt, oh, nächstes Jahr hat meine Tochter Schuleinführung, nächste für die auch was, aber nicht genau dasselbe. Ja, und dann habe ich wieder Stoff gekauft und dann nochmal was Neues genäht. Das tue ich heute nicht mehr, weil es sich aus meiner Sicht nicht mehr lohnt. Ich kann alles Mögliche kaufen. Aber wir haben damals eben viel selber gemacht und das hat auch Freude gemacht und stolz gemacht, wenn man das selber gemacht hat. Das kennst du ja, ne? Oh Mist. Ich habe Aber immer manchmal noch so eine nett. Gabel aufgenommen. Ja, manche machen das mit Absicht. Tupen. Keine warten aber ein bisschen wiederkommt. Wie war das dann so mit dem Mauerfall? Machen wir ja einen großen Sprung. Wie war das denn so mit dem Mauerfall? Also umgefallen ist sie eigentlich nicht. Sie ist umgeworfen worden, das wäre korrekter der Ausdruck. Das ist aber eine ganz, ganz lange und schwierige Geschichte. Ganz konkret kam der Mauerfall zustande, oder müsste man erstmal überlegen, warum gab es da eine Mauer? Das weiß ich sogar nicht, was das wurde gemacht. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber irgendwie sollten die Leute nicht von dem Osten in den Westen reisen dürfen. Ja. Na, da weißt du doch den Grund. Ja, aber warum nicht? Damit Das kommen weiß ich wir der nicht. eigentlichen Sache schon sehr viel Ja, näher. warum dürfen die das eben nicht? Warum durften wir das nicht? Das haben wir uns auch jeden Tag gefragt. Warum dürfen wir das nicht? Ich denke, das war einer der wichtigsten Gründe, warum diese DDR, warum es die heute nicht mehr gibt. Weil wir zu Recht das Gefühl hatten, dass man uns nicht vertraut. Ne, wenn die Mama dich nicht auf den Spielplatz gehen lässt, dann würdest du auch irgendwann denken, na, die denkt, ich komme nicht zurück. Oder ich kann mich da nicht benehmen. Und dieses Gefühl ist ähnlich dem, was wir alle miteinander, erwachsene Menschen, hatten. Menschen, die eigentlich diese DDR wollten, so wie sie ist. Ich als Lehrerin.
Aber man hat mir nicht vertraut, dass ich zurückkomme, wenn ich mir das andere System angucke. Ja, mit den Ost und West, das siehst du, das ist natürlich nicht ganz so gemeint, wenn man von der Mauer oder dem Mauerfall spricht. Da ist die Bezeichnung Ost und West die Bezeichnung für unterschiedliche Staatssysteme oder auch anders gesagt für die Art und Weise, wie regiert wird und wie die Bürger in ihrem Land leben. Das hat was mit Weltanschauung zu tun. Und Weltanschauung oder auch politische Einstellung, das heißt, was meine ich denn, was meint mein Nachbar, wie man leben sollte, was sind Ziele im Leben, was sind Werte im Leben. Es ist also das Wichtigste, so viel wie möglich Geld zu haben, um sich diese Wünsche alle zu erfüllen. Ist es Glück in der Familie? Ist es die Frage, gut miteinander zu leben? Oder bedeutet, ist das Ziel unseres Zusammenlebens, dass sich die Völker auch untereinander verstehen, es keine Kriege mehr gibt? Das sind alles Fragen der Weltanschauung. Ne? Und dieses Wort Weltanschauung wurde in der DDR vom Staat her, von der Regierung her sehr häufig verwendet. Was stecken denn da für Wörter drin?